Gehen wir weiter zur Berechnung der fiktiven Schuldentilgungsdauer. Für die Berechnung der fiktiven Schuldentilgungsdauer benötigen wir hier noch eine Zusatzangabe, und zwar die Höhe des Cashflows. Also den Cashflow sollten Sie im Regelfall selbst errechnen, in diesem Beispiel ist aber jetzt angegeben. Der Cashflow für dieses Beispiel beträgt 241. Entweder wieder auf Pause drücken oder gemeinsam mit mir weitergehen zur Auflösung. Die fiktive Schuldentilgungsdauer wird berechnet, indem das Fremdkapital abzüglich der Zahlungsmittel durch den Cashflow dividiert wird. Starten wir zuerst mit dem Fremdkapital. Das Fremdkapital haben wir ja vorher schon berechnet. Das besteht aus den Verbindlichkeiten und den Rückstellungen, also 200 plus 308 plus 68 plus 18 minus, Achtung, die Zahlungsmittel. Unter den Zahlungsmitteln werden die sofort verfügbaren liquiden Mittel verstanden. Und hierzu zählt eben dieser Kassa- und Bankbestand hier mit diesen 82. Und diese Summe dann muss durch den Cashflow dividiert werden. Also den haben wir hier in der Zusatzangabe auf der vorherigen Folie 241. Und somit ergibt sich dann eine fiktive Schuldentilgungsdauer von 2,1 Jahren. Das bedeutet nichts anderes, wie dass das Unternehmen in der Lage ist, durch die eigenen Cashflows die Schulden sozusagen in 2,1 Jahren zurückzubezahlen. Soviel zur fiktiven Schuldentilgungsdauer.